Ich darf Ihnen heute etwas zum Vektorstadtplan erzählen, freue mich sehr darüber. Dabei soll es gar nicht so sehr um die technischen tiefen Details gehen, sondern eher klären, warum es seit 2012 keinen Vektorstadtplan mehr gab und vor allem auch, warum es so lange gedauert hat, bis wir diesen jetzt wieder anbieten können. Welche Herausforderungen es dabei gab, ganz grob, wie aus den Rohdaten, den Basisdaten der Vektorstadtplan generiert wird und elementar, welche Vorteile der Vektorstadtplan bietet, vor allem im Hinblick zu den bisher veröffentlichten Rasterkarten. Direkt im Anschluss wird Ihnen Thomas, den haben wir heute schon gehört, noch etwas zur technischen Umsetzung erzählen, wie die Daten dann in die Geodatendrehscheibe gelangen. Im Jahr 2012, nein, 2008 war es schon, es ist 11 Jahre her, wurde das damals neue kartografische Fachsystem Expand eingeführt. Expand ist ein datenbankorientiertes Kartografiesystem. Bis dieses aber vollständig betriebsbereit war, das heißt, das Datenmodell aufgebaut war und die Daten migriert waren und die Einarbeitung erfolgte, wurden sowohl das alte als auch das neue System parallel geführt. Das hieß, dass man aus GeoMedia mit der Weiterverarbeitung in Map Publisher, das ist ein Illustrator-Plugin, bis 2012 die Möglichkeit hatte, Vektorstadtpläne zu erzeugen. Dies geschah zum damaligen Zeitpunkt aber manuell und dementsprechend auch nur auf Kundennachfrage. Die Ablösung von GeoMedia im Jahr 2012 besiegelte dann letztendlich auch die Möglichkeit, einen Vektorstadtplan zu generieren. Es gab schlichtweg zum damaligen Zeitpunkt keinen Workflow, mit dem dies möglich war. Grob gesagt sind dazu eigentlich nur zwei Kompetenzen notwendig. Zum einen das kartografische Know-how, in diesem Fall vor allem das Kennen des Datenmodells, das recht umfangreich ist und vor allem der vielen kartografischen Ausnahmen und Abhängigkeit der Daten. Und zum anderen die Geoinformatik, das heißt auch in diesem Fall wieder speziell die Manipulation wenig topologischer kartografischer Daten. Beide Kompetenzen waren damals vorhanden, aber in unterschiedlichen Personen, zum einen in der Kartografie, zum anderen in der Fachstelle für Geoinformation. Und im Nachhinein muss man zwangsläufig feststellen, dass die im Jahr 2014 und 2016 gemachten Versuche trotzdem mit dieser Know-how-Verteilung einen Vektorstadtplan hinzubekommen, zwangsläufig zum Scheitern verurteilt waren. Mit der pensionsbedingten Neubesetzung in der Kartografie konnten dann diese beiden Kompetenzen einer Person vereinigt werden und dennoch hat es lange gedauert, weitere 3 Jahre, bis wieder daran gedacht wurde, das Projekt, ein neuer Vektorstadtplan, in Angriff genommen werden konnte. Das lag zum einen an der langen Einarbeitungszeit in dieses angesprochene, doch recht umfangreiche Datenmodell und das Kennenlernen dieser Ausnahmen und Abhängigkeiten. Und zum anderen lief in dieser Zeit auch das große Projekt Basel Info, was sehr viele Ressourcen der Kartografie für einen langen Zeitraum in Anspruch genommen hat. Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts Basel Info und der Überführung in die Produktion konnte dann im Jahr 2018 tatsächlich mal wieder begonnen werden, einen Versuch zu starten, einen Vektorstadtplan für Baselstadt zu erstellen. Dabei gab es gleich zu Beginn große Herausforderungen, nämlich die Rohdaten, also die Basisdatenbearbeitung. Denn eine gute Darstellung, so wie es der Stadtplan, der offizielle Stadtplan Basel hat, bedeutet nicht gleichzeitig, dass dahinter gute Daten stehen und umgekehrt. Im Konkreten bedeutete dies, dass unsauber gezeichnete Objekte korrigiert werden mussten. Ganz einfach. Es mussten Datenmodellanpassungen geschehen, Attributerweiterungen, um über Attribute später besser arbeiten zu können. Und die angesprochenen Ausnahmen mussten größtenteils beseitigt werden, sowie ein Topologieaufbau. Was bedeuten jetzt vor allem Ausnahmenbeseitigung, Topologieaufbau? Dazu zwei einfache Beispiele, die das aber mal verdeutlichen sollen.
Ich glaube, meinen Mauszeiger sieht man nicht. Ich sehe ihn nämlich auch nicht. Nichtsdestotrotz, wir haben in der Mitte des Screenshots direkt unterhalb der Bösfelder Straße in Weiß eine Fußgängerbrücke. Diese Fußgängerbrücke führt über eine Autobahnbrücke, die wiederum über eine Straße und eine Autobahn führt. Das ist ein Konstrukt, was so im gesamten Stadtplanperimeter nur einmal vorkommt. Und um sich das damals bei der Migration, beim Aufbau der Daten im Fachsystem einfach zu machen, hat man dieses Problem insofern gelöst, dass man das Objekt Fußgängerbrücke entgegen der tatsächlich hinterlegten Ebenenhierarchie manuell in der Ebene höher gelegt hat, sodass es einfach so aussieht, als wenn diese Fußgängerbrücke über der Autobahnbrücke liegt. Das funktioniert so lange gut, solange man sich im Fachsystem und mit den Ausgaben aus dem Fachsystem beschränkt. Sobald man aber die Daten nimmt und die Daten entsprechend ihrer im Datenmodell tatsächlich hinterlegten Ebenenhierarchie strukturiert und nachher verschneidet, entsteht zwangsläufig der Fehler. Diese Fußgängerbrücke liegt unter der Autobahnbrücke. Dumm gelaufen. Also, was musste man tun? Es wurde in dem Fall tatsächlich eine neue Objektdarstellungsgruppe nur für dieses eine Objekt angelegt. In dem Fall ist es der Fußwegbrücke über Autobahnbrücke und in der Zeichnungsebene wirklich auf die Höhe gelegt, sodass sie über dieser Autobahnbrücke liegt. Für ein einziges Objekt in den gesamten 100.000 Daten. Topologieaufbau. Auch ein sehr einfaches Beispiel, was aber nochmal darstellt oder zeigt, dass Darstellung und Daten zwei doch sehr unterschiedliche Sachen sind. Das Bild soll eine Straße darstellen und diese Straße führt durch eine Unterführung. Ja, sieht wunderbar aus, funktioniert auch so, wenn man den Stadtplan druckt oder PDFs erstellt. Aber um sich das einfach zu machen, hat man die Unterführung als gestrichelte Konturlinien gezeichnet. Wie sieht das dann mit den Daten aus? So, wir haben eine Straße und in der Mitte klafft einfach ein völlig großes Loch. Ja, für einen Vektorstadtplan relativ schwierig zu handeln. Was wurde also gemacht? Auch hier wurden neue Objektdarstellungsgruppen für die einzelnen Straßenklassen erfasst, U-Straße Default bezeichnet. Und diese Topologie-Legs wurden tatsächlich verbunden und auch attributiv natürlich entsprechend ihrer Straße aufbereitet. Und dieser ganze Prozess hat doch einige Zeit in Anspruch genommen, wenn man sich die Größe auch des Stadtplanperimeters und die massiven Objekte, also die Vielzahl der Objekte dorthinter anschaut. Und nun kann man ganz grob sagen, wie aus den Rohdaten, aus den Basisdaten der SQL-Datenbank der Vektorstadt generiert wird. Der Datenabzug erfolgt von der Oracle SQL-Datenbank mittels ETL-Tool, in diesem Fall FME, Feature Manipulation Engine. Und dort geschieht eigentlich auch die ganze Feature Manipulation Engine, die ganze Manipulation der Daten, das heißt der vollständige Topologieaufbau, die Objektgenerierung, die Verschneidung und die Attributanreicherung, alles das, was man dann für einen Vektorstadtplan braucht. Die daraus geschriebenen Daten laufen über ein Interlist-2-Modell und dem entsprechenden IG-Check in eine Postgres und von dort gehen sie in ein QGIS-Projekt, in welchem die Daten dann mit dem Darstellungsmodell versehen sind und das Ganze wird dann über einen QGIS-Server veröffentlicht. Dazu wird Ihnen Thomas Meuli sicherlich nachher noch etwas mehr sagen. Ja, die Rohdatenanpassung war weitestgehend abgeschlossen. Jetzt gehen es eigentlich dann in den großen Teil FME-Workbenches. Insgesamt sind am Ende 16 aufeinander aufbauende Workbenches herausgekommen. Die 16 war nicht geplant, das ist mehr oder weniger Zufall. Aber die einzelnen Workbenches an sich sind doch recht umfangreich und rechenintensiv, sodass natürlich eine Strukturierung in unterschiedliche Workbenches sinnvoll war, um auch den Weg, den die Daten nehmen, schrittweise nachvollziehen zu können. Und was machen diese Workbenches? Angesprochen, die erste
den Datenabzug von der Oracle SQL Datenbank relativ einfach. Daten abziehen, rausschreiben, zwischenspeichern. Und dann geht es eigentlich weiter, dass die einzelnen Objektklassen generiert werden. Zum Beispiel die Straßen werden gebuffert, die Brücken und Straßenkonturen werden erzeugt, miteinander verschnitten. Das gleiche für die Autobahnen. Die Autobahnen werden dann wieder mit den Straßen verschnitten. Es kommen die Bahnbrücken dazu und das Ganze wird nachher zusammengefügt in den einzelnen Klassen, bis es zum Verschnitt aller Objekte kommt. Und damit wäre die ganze Sache eigentlich erledigt. Jetzt steht da noch eine Workbench drunter, die Objektvalidation. Dies wurde notwendig, da der IG-Check doch einiges zu meckern hatte an den rausgeschriebenen Daten. Und durch die Objektvalidation konnte man diese Problematiken der Daten dann quasi richtig stellen, sodass auch der IG-Check die Daten akzeptiert. Und als letzte Workbench natürlich sehr wichtig, auch für einen Vektorstadtplan, die Beschriftung. Das Ganze ist ein bisschen losgelöst von den anderen Workbenches, da die Beschriftung und die Bearbeitung der Objekte einzeln natürlich vorgenommen werden kann. Ein Beispiel einer solcher Workbench, ich möchte da gar nicht tiefer drauf eingehen, aber aufgrund der Vielzahl der Klassen des dahinterliegenden Datenmodells und der doch des komplizierten Aufbaus sind die Workbenches an sich zum Teil recht schwer nachzuverfolgen. Ich schaffe es und ich hoffe, dass das auch irgendwann mal für jemand anderen möglich ist, sollte ich nicht sein, dass mit diesen Workbenches gearbeitet werden kann. Wir haben versucht, das so weit wie möglich auch ordentlich zu dokumentieren. Das Ergebnis aus den Workbenches ist dann letztendlich eine S3File Geodatabase Open API mit den entsprechenden Layern, wie sie hier zu sehen sind. Und wenn man diese dann in ein QGIS beispielsweise importiert, erhält man schon ein ganz nettes Bild. Die Daten sind vorhanden. Was fehlt, ist ein schönes Darstellungsmodell, was den Stadtplandaten entspricht, damit man aus dieser Rohdarstellung dann auch wirklich zu einer dem Stadtplan entsprechenden Definition gelangt. Das Ganze geschieht im QGIS mittels Regeln und Operationen und Klassifikationen. Das heißt, die einzelnen herausgeschriebenen Klassen werden dann attributiv nochmal wieder klassifiziert, mit dem entsprechenden Darstellungsmodell belegt und gerade in der Beschriftung dann über Regeln und Operationen das Ganze gesteuert, so dass wir immer die bestmögliche Darstellung der entsprechenden Daten auch zeigen können. Das Ganze nicht nur für den farbigen Vektorstadtplan. Es sind eigentlich drei Darstellungsmodelle hinterlegt. Der farbige Vektorstadtplan, der Schwarz-Weiß-Vektorstadtplan und der Graustufen-Vektorstadtplan. Am 3. November 2020, etwa 2,5 Jahre nach dem Start des Ganzen, ging der Vektorstadtplan dann online und die Vorteile, es steht dort schon mit seinen vielen Vorteilen online und ich bin sehr davon überzeugt, dass dieser Vektorstadtplan vor allem im Vergleich zu den vorher veröffentlichten Rasterdaten sehr viele Vorteile hat. Die wichtigsten habe ich einmal herausgezogen. Es sind zum vor allem aktuelle Stadtplandaten und zwar sowohl auf MapBS als auch im Geodatenshop. Man muss sich vorstellen, die Rasterdatenaufbereitung war oder hat sehr viel Ressourcen, sowohl zeitlich als auch Rechenkapazitäten verschlungen. Bedeutet, bevor eine Aktualisierung der Rasterdaten wirklich am Release aufgeschaltet werden konnte, mussten sehr langwierige Vorbereitungsarbeiten stattfinden. Bedeutet, am Tag der Veröffentlichung waren die Stadtplandaten schon 1,5-2 Monate alt. Und dann blieb das Ganze aufgrund dieser Komplexität 6, 7, 8 Monate auf MapBS vorhanden. Das hieß niemals aktuelle Daten. Heute haben wir es so, dass die Stadtplandaten jede Woche übers Wochenende vollautomatisch aktualisiert werden und wir jeden Montag den aktuellsten Stand zur Verfügung haben. Die automatisierten Prozesse
Ich habe es angesprochen, die Rasterdaten, manuelle Arbeit, es war nicht schön, es hat keinen Spaß gemacht und hat eben auch nicht die Qualität gebracht, die es brauchte. Die automatisierten Prozesse bedeutet, es ist für die Aktualisierung, die wöchentliche, überhaupt kein manuelles Zutun mehr notwendig. Das läuft vollautomatisiert. Die Qualitätssteigerung, vor allem natürlich Vektordaten im Vergleich zu Rasterdaten, ganz klar, Vektordaten haben immer eine höhere Qualität, also bei gleichen Datengrundlagen natürlich und gleichem Darstellungsmodell. Aber hinzu kommt natürlich dadurch, dass wir das Ganze über QGIS Server dann ansteuern, dass wir eine maßstabsabhängige Vektordarstellung haben und die dynamischen Beschriftungen, die Verdrängung je nach Maßstab immer so gering wie möglich halten und wir somit mehr von Daten und Beschriftungen zu sehen bekommen. Neu aufgrund der Vektordaten ist auch die Steuerung von Layer-Sichtbarkeiten in MapBS und für viele von Ihnen ganz wichtig, es sind im GeoDatenShop neue Produkte verfügbar, vor allem für GIS und CAD-Anwendende. Das sind die File Geodatabase, Interlist 2, Shapefiles und eben auch für CAD, DXF und DWG. Ein weiterer Vorteil für Kunden der Kartografie ist die fachsystemunabhängige, flexible Generierung kartografischer Produkte. Kunden kommen zur Kartografie, brauchen nur einen Bruchteil der Stadtplandaten in einem ganz bestimmten Darstellungsmodell, um irgendwie etwas weiter damit zu machen. Über die jetzt vorhandenen QGIS-Projekte können wir diese Anforderungen schnell, flexibel und unkompliziert bearbeiten, ohne im Fachsystem großartig neue Zeichenschlüssel, neue Plotdefinitionen und neue Map-Images anlegen zu müssen. Und das macht uns schneller, flexibler und vor allem auch noch kostengünstiger. Und ein Punkt, der sich nicht zufällig, aber ja zwangsläufig eigentlich ergeben hat, aufgrund des Vektorstadtplans war es auch sehr einfach, die Basel-Info-Rasterdaten durch vektorisierte Daten abzulösen, da etwa 90% der Grundlagendaten gleich dem des Vektorstadtplans sind. Ich möchte Ihnen gleich auch live, ich hoffe, es wird funktionieren, etwas zeigen, nämlich zur Qualität, zur Steuerung der Layer-Sichtbarkeiten und zu Basel-Info. Danach wird direkt der Thomas Meuli vom Geodatenmanagement übernehmen und die technische Umsetzung zur Integration in die Geodatendrehscheibe übernehmen. Dazu wechsle ich ganz kurz. Starnips. Der Vektorstadtplan auf MapBS, er ist jetzt seit etwas über einem Jahr online, auch auf den Hintergrundkarten. Ich nehme an, jeder, der mit MapBS arbeitet, wird nicht umhergekommen sein, neuen Daten zu Gesicht bekommen zu haben. Und auch vorhin, wir haben es gesehen, beim ÖREB-Kataster und ÖREB-Kataster-Publikationen liegen diese Daten zugrunde. Rasterdaten zu Vektordaten. Wir haben hier jetzt die Vektordaten. Ich blende mal noch die alten Rasterdaten darüber und ich glaube, allein hier sieht man schon den qualitativen Unterschied. Das wird vor allem dann auch in den ganz kleinen, aber auch in den großen Maßstäben sichtbar, wenn wir uns hier jetzt diesen Bereich einfach mal anschauen und die Rasterdaten darüber legen, die einfach nicht skaliert werden. Man kann keine Straßennamen mehr lesen, weil sie abgeschnitten sind. Zurück in den Vektorstadtplan. Wir sind dort wirklich grenzenlos skalierbar und haben immer eine perfekte Darstellung der Daten. Ein zweiter Punkt, den ich angesprochen hatte, ist die Layer-Sichtbarkeit. Ich gehe nochmal zurück zu dem farbigen. Und der Vektorstadtplan ist jetzt unterteilt in diese Klassen oder Layer oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Maßgeblich ist, dass der Kunde oder der Anwender nun die Möglichkeit hat, sich eigene Daten herauszupicken und andere nicht darzustellen. Das wird vor allem wahrscheinlich die Beschriftung sein, die eventuell Fachdaten überlegen
dann konkurrenzieren. Eventuell kommen noch die Symbole weg. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Zoll und den Bahnhof. Das können wir auch mal wegnehmen und erhalten dadurch einfachere Darstellungen. Und das Ganze ist dann mit all diesen Lehren möglich. Ganz besonders wird das wahrscheinlich sichtbar, wenn man sich Fachdaten anschauen möchte und dafür den Schwarz-Weiß-Stadtplan als am wenigsten konkurrenzierend anschaut. Beschriftung brauche ich nicht. Ich kann mich so orientieren und dann können wir beispielsweise einfach die Daten dort rüberlegen, die wir uns gerne angucken möchten und haben eben die einfache Möglichkeit und unkonkurrenziert, Entschuldigung, die Daten anschauen zu können. Ein dritter Punkt angesprochen, Basel Info. Ich glaube, da ist der Unterschied zwischen den Rasterdaten und den Vektordaten am stärksten sichtbar. Die Rasterdaten von Basel Info waren noch extrem viel schwieriger aufzubereiten, da wir uns im Maßstäben, in den Grundmaßstäben von 1 zu 3000 und 1 zu 10.000 bewegten. Und 1 zu 3000 bedeutet einfach mal, den gesamten MAPS-Perimeter ausgedruckt sind, über 7 Meter Breite. Und dann kann man sich vorstellen, was das für die Bearbeitung der Daten, die Rasterisierung bedeutete. Jetzt haben wir Vektordaten, die gleich aussehen, angereichert mit den ganzen Zusatzinformationen, die Basel Info bietet. Beispielsweise der ÖV, die 3D-Landmarks, die Orientierungspunkte. Und hinzu kommen natürlich auch zu Basel Info gehören die Points of Interest, die ich auch noch einmal mit in Erinnerung rufen möchte. Ganz einfach einblendbar, abfragbar und entsprechend nur noch dort auffindbar. Es gibt keinen eigenen POI-Datensatz sonst mehr, der ist in Basel Info integriert. Also, wenn es darum geht, sich zu orientieren, schöne Ansichten zu haben von Basel Stadt auf einer zweidimensionalen kartografischen Ebene, dann kann ich ganz klar Basel Info empfehlen. All diese Daten findet man unter den Basisdaten, sowohl die Vektordaten von Basel Info als auch des Vektorstadtplans und immer noch vorhanden und auch weiter vorhanden, nur nicht ganz so aktuell, die Rasterdaten, die weiterhin zur Verfügung stehen. Damit bin ich eigentlich auch schon durch und würde erst einmal den Thomas das Wort geben. Die Fragen, falls es welche gibt, werden wir dann im Anschluss beantworten. Ich danke und Thomas, bitte. Danke vielmals, Hannes. Ich kann mir Bildschirm teilen. Genau. Hannes hat schon erwähnt, ich werde euch noch den Teil von QGIS Server zeigen. Die Ausgangslage ist so gesehen, Hannes hat seinen Vektorstadtplan auf QGIS Desktop erstellt, hat auch seine Daten dazu gebraucht. Und er ist dann zu uns gekommen und hat gesagt, ja, gibt es eine gescheite Lösung, dass man das QGIS-Projekt bei euch in MAPS kann zeigen, ohne dass man die ganze Geschichte, also das ganze Darstellungsmodell nochmal aufbauen. Und dann ist uns QGIS Server da sehr entgegengekommen. Darum vielleicht zuerst, was wir bei uns in der KGD unter QGIS Server verstehen. Also QGIS Server ist aus unserer Sicht einfach ein OGC-konformer WMS und WFS-Dienst. Das heißt, ganz simpel ausgedrückt, es ist ein Service, wo Bilder dir gibt oder Daten in einem gewissen Format. QGIS Server erlaubt einem, das QGIS-Projekt, das man mit dem QGIS Desktop erstellt hat, so auf sehr einfache Art und Weise zu veröffentlichen, sprich, dass man einfach einen WMS oder einen WFS-Dienst
von diesem QGIS-Projekt anbieten kann. Den WMS-Dienst haben wir dann genutzt, um bei uns in MapBS einbinden. Also MapBS macht eigentlich nichts anderes als eine Anfrage schicken an QGIS-Server, gibt mir ein Bild von dem und dem Ausschnitt, von diesen und diesen Daten. QGIS-Server tut das entsprechend am Hannes im Darstellungsmodell aufbauen und das Bild wird nachher in MapBS dargestellt. Das heisst, der grosse Vorteil ist eben, dass das Darstellungsmodell durch die Daten her selber gemacht werden kann. Also die Personen, die vielleicht schon einen Datensatz mit uns umgesetzt haben, ist bis anhin immer sehr ein iterativer Prozess gewesen. Also sie haben uns gesagt, wie sie sich vorstellen, wie es aussieht. Das haben wir dann mit dem UMN Map Server müssen umsetzen. Das, so, das sind Map-Files, das ist Ziele, Textlinie, wo man mal beschreiben, wie das soll dargestellt werden. Das ist dann zurück zum Daten her. Dann hat es vielleicht noch kleine Fehler gehabt, das ist wieder zurück zu uns gekommen. Also das ist immer ein relativ aufwendiger, iterativer Prozess gewesen, bis die Darstellung so in MapBS gewesen ist, wie sich das der Kunde vorgestellt hat. Vielleicht noch, der QGIS Server eben ermöglicht uns ein Darstellungsmodell für MapBS zu brauchen, das relativ komplex ist. Darum sehen wir im Moment QGIS Server als Ergänzung zum bestehenden UMN Map Server. Also wenn jetzt ein Datensatz soll darstellen, wo relativ simples Darstellungsmodell hat, sagen wir jetzt ganz einfach, sind 5 Flächen mit unterschiedlichen Farben, dann ist das kein Problem, so mit UMN Map Server darzustellen. Aber jetzt zum Beispiel im Fall von Hannes im Vektorstadtplan hat man gesehen, es ist auf jeder Zoom-Stufe hat es andere Darstellungen, es kommen mehr Klassen hinzu, gewisse Klassen werden nicht mehr dargestellt, die Beschriftung ist sehr dynamisch, es gibt gewisse Überlagerungen, die er steuert und so weiter. Also das heißt, wenn eine gewisse Komplexität erreicht wird, gibt es die Möglichkeit, jetzt auch bei uns, dass man sein QGIS-Projekt bei uns publiziert. Dann zur Installation von QGIS Server. Von einer Installation kann man eigentlich schon fast nicht mehr schwätzen, weil es ist wie bei GeoPlex, haben wir dort auch auf Docker-Technologie gesetzt. Das heisst, wir dort wieder eigentlich beschreiben, was für einen Endzustand das man will. Und Kubernetes übernimmt die Konfiguration und stellt den Zustand her, wo man deklarativ beschrieben hat. Was wir doch noch haben müssen machen, ist ein Docker-Image erstellen für QGIS Server. Wir haben zuerst gesucht nach vorhandenen QGIS Server-Images. Die sind für uns alle nicht ganz zufriedenstellend gewesen. Darum haben wir uns dann entschieden, zum selber einschreiben. Das hat auch den Vorteil, dass man kann zum Beispiel sagen, mit was für Recht das Image ausgeführt wird oder was für eine Version von QGIS Server wir benutzen. Dann Hannes hat es auch schon erwähnt, Daten, wo das QGIS-Projekt liegt, auf unserer Postgres-Datenbank. Das heißt, also nehmen wir mal das Beispiel, es wird das QGIS-Projekt erstellt, die Daten her, wo das QGIS-Projekt erstellt hat, hat seine eigene Datengrundlage. Das kann jetzt ein Geodatabase sein oder ein MDB oder auch vielleicht eine Datenbank im Hintergrund. Und kommt zu uns und sagt, er wird das publizieren. Dann müssen zuerst Daten bei uns in KGD implementiert werden. Und das Einzige, was er dann eigentlich noch machen muss, also im QGIS-Projekt, ist, dass er die Quelle ändert auf unsere Datenbank. Das hat den Vorteil, einerseits sicher, dass die Daten bei uns in der Dateninfrastruktur drin sind, sprich wir die auch über den Geodatenshop können anbieten. Plus, wir können unabhängig vom QGIS-Projekt Daten-Updates machen, sprich der Datenherr kann weiterhin in seiner Fachschale seine Daten ergänzen, manipulieren, wie auch immer. Und wenn er einen Stand hat, wo er publizieren will, kann er uns die Daten geben. Und wir können die völlig unabhängig vom QGIS Server aktualisieren. Jetzt ist es natürlich so, wenn dann noch eine, sich am Darstellungsmodell etwas ändert, dann müssen wir das QGIS-Projekt publizieren. Und für
das Deployment von deinem QGIS-Projekt in QGIS-Server. Das machen wir mit GitLab CI/CD und zusammen mit Argo. Das ist jetzt vielleicht schon sehr technisch, das erlaubt uns ein einfaches Deployment von deinem Projekt. Wir haben Kontrolle darüber, welchen Zustand wir wann auf welcher Instanz haben. Und es erlaubt uns sehr einfach auch, wenn jetzt zum Beispiel der Datenherr doch noch merkt, ey, es ist doch noch ein Fehler im produktiven System, dass wir sehr einfach wieder können auf den alten Zustand zurückgehen. Genau, das wäre mein Teil zu der Installation von QGIS Server. Und wenn noch Fragen rum wären, für den Hannes oder mich, könnte gerne gestellt werden.